Hallo und willkommen bei Creative Days AT. Mein Name ist Christoph Blohovic und in dieser Übung beschäftigen wir uns mit dem Mixer von Cubase. Sie sehen schon, ich habe hier diesen Mixer geöffnet. Wir können aber auch mit der Shortcut-Funktion 3 den Mixer aktivieren und deaktivieren. Oder Sie finden den Mixer hier unter Geräte und aktivieren ihn hier. Zum besseren Verständnis habe ich hier ein paar Spuren geöffnet. Eine Stereospur für Audio, eine Audio-Mono-Spur, eine Instrumentenspur, eine Effektkanalspur und eine Gruppenspur. Diese Spuren finde ich auch hier in meinem Mixer wieder. Hier ist meine Stereospur, meine Monospur, meine Instrumentenspur, meine Effektspur und hier finden wir noch meinen Stereo-Out und hier meinen Stereo-In. Das Stereo-Out und Stereo-In sind natürlich nicht als Spuren hier in meinem Arrangierfenster geöffnet, sondern diese sind abhängig von meinen VST-Verbindungen. Was Sie hier jetzt aufleuchten sehen, hier diesen Bereich, das ist mein Stereo-Eingang. Und hier, der ganz rechte Kanal auf unserem Mixer, ist hier unser Stereo-Out. Ich schließe die Verbindungen wieder und gehen wir nun die einzelnen Funktionen und Ansichten des Mixers durch. Wir können hier mit diesen kleinen Pfeiltasten weitere Funktionen sichtbar machen oder ausblenden. Wichtig hierbei ist hier das Eingangs-Ausgangs-Routing, welches ich immer aktiviert habe. Ich verwende den Mixer meistens in dieser Ansicht. Das heißt, ich habe hier meine Kanalübersicht und mein Eingangs- und Ausgangs-Routing. Bin ich nun in einer Recording-Session, schalte ich mir gerne diese Ansicht hier hinzu. Somit habe ich auch aus größerer Entfernung immer eine gute Übersicht über meine Eingangskanäle und Eingangspegel. Was wir hier oben sehen, können wir hier steuern. Wir sehen hier zum Beispiel die Inserts, wir haben hier die Equalizer, die Sends, wir haben hier unsere Darstellung für die Eingangs-Ausgangskanäle und wir haben hier diese Einstellung mit den großen Mietern. Ich schließe diese Ansicht wieder. Wie gesagt, ich verwende den Mixer meist in dieser Ansicht und wenn ich zu zusätzlichen Kanalinformationen kommen will, gehe ich hier in dieses kleine E und ich habe meine Übersicht über diesen Kanal. Auch hier kann ich weiters Dinge ausblenden. Sie sehen schon, ich blende hier einzelne Kanäle aus. Auch dies kann zur besseren Übersicht helfen. Hier werden die Instrumentenkanäle eingeschaltet. Hier habe ich die Effektkanäle. Und bei Produktionen oder bei Projekten mit über 100 Spuren macht das schon Sinn, wenn man sich hier und da ein paar Spuren aus- und einblendet. Wie bereits erwähnt, wird unser Mixer hier in drei Teile geteilt. Wir haben hier unsere Eingänge, hier unsere zu verarbeitenden Spuren und hier haben wir unsere Ausgänge. Das heißt, ich kann hier in meinem Projekt Spuren hin und her wechseln und habe immer noch Zugriff auf meine In- und Ausgänge. Kommen wir nun zu den einzelnen Funktionen. Ich habe fast alle Parameter, die ich hier auf der Spur einstellen kann, auch hier in meinem Mixer. Sie sehen, wenn ich hier die Lautstärke verstelle, wird auch automatisch der Fader mitbewegt. Oder wenn ich hier das Panorama verändere, geschieht dies auch im Mixer. Seien Sie vorsichtig bei diesen Panorama-Einstellungen. Das Panorama kann durchaus unterschiedlich sein, wenn wir eine Stereo- oder eine Monospur bearbeiten. Ich will Ihnen dies jetzt an einem Beispiel verdeutlichen. Ich kann die Spur hier auf Solo schalten oder auch in meinem Mixer. Und ich habe hier ein Stereo-Signal. Links, rechts. Und ich werde nun diesen Balance-Regler nach links geben. Links. Und Sie hören, das rechte Signal wird nicht mehr abgespielt. Bitte täuschen Sie sich nicht, das ist kein Panoramaregler. In einer Stereospur ist das ein Balance-Regler. Dieser regelt
die Lautstärke vom linken und vom rechten Kanal. Ich kann allerdings diesen Panoramaregler hier zu einem Stereo-Dual-Panner machen und kann mir jetzt die rechte Spur hier auf meine linke rüber kopieren. Links, rechts. Jetzt hören wir wirklich beide Signale nach links gelegt. Links, rechts. Ich habe auch noch eine weitere Funktion, und zwar einen Combined Panner. Links, rechts. Und mit diesem kann ich hier die Stereobreite einstellen und hier mein Stereo-File optimal in meinem Stereobild platzieren. Links, rechts. Links, rechts. Einer von diesen Pannern ist für das linke und einer für das rechte Signal zuständig. Ich verwende meist diesen Stereo-Dual-Panner, so habe ich die beste Übersicht. Links, rechts. In einem Mono-File wie diesem haben wir wirklich einen Panoramaregler. Das heißt, dieser legt das Signal jetzt entweder auf die linke oder auf die rechte Seite meiner Stereosumme. Mono, 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 Mono. Mit der Steuerung-Taste Mono und der rechten Maustaste kann ich meine Einstellungen immer wieder auf den Nullwert bringen. Dieses M und S hier oben haben wir bereits kennengelernt. Ich kann den Signal stumm schalten oder auf Solo schalten. Dieses L legt mein Signal auf den Control Room Out, welchen wir hier unter VST-Verbindungen und der Studio hier einschalten können oder einstellen können. Dieses R und W bedeutet Read und Write. Diesen Punkt werden wir bei der Automation noch kennenlernen. Dieses kleine E lässt uns weiter in diese Kanaleinstellungen gehen. Und wir können hier unsere Inserts bypassen, hier unsere EQs bypassen oder hier unsere Sends bypassen. Das heißt, habe ich jetzt hier in meiner Monospur einen Effekt. Ich nehme jetzt ein Delay. Ich weiß, ein Delay schaltet man normalerweise nicht in die Inserts. Mono, links, rechts. Dann kann ich jetzt hier diese Inserts bypassen. Mono. Das gleiche gilt für unseren Equalizer. Mono. Mono. Oder auch hier für unsere Sends. Mono. Mono. Also auch sehr praktische Einstellungen, um schnell auf die Effekte, auf die Sends und auf die Equalizer zuzugreifen. Ich deaktiviere diese wieder. So. Hier unten finden wir unseren Monitor-Knopf, den drücke ich jetzt besser nicht, sonst bekomme ich eine wunderbare Schleife hier. Aber probieren wir es trotzdem. Sie hören. Dieser Knopf ist schon mit Vorsicht zu genießen. Haben Sie nämlich ein Mikrofon und eine Abhörer im gleichen Raum, können Sie durch das Mikrofon und durch die Lautsprecher schon hier ein Feedback erzeugen. Oder Sie drücken einfach hier diesen Monitor, weil ich ja wieder mein Signal immer wieder aufnehme. Und bekomme hier eine Schleife. Hier finden wir unseren Aufnahme-Aktivieren-Knopf. Ist dieser aktiviert, kann ich jetzt hier 1, 2, 3 aufnehmen. Ist er nicht aktiviert, Mono, funktioniert das eher nicht. So. Diese Anzeigen hier drunter sind ganz praktisch. Sie zeigen uns den Maximalpegel an. Das heißt, wenn ich hier nochmal zurückgehe, sehen Sie,
Und hier unten haben wir noch eine Anzeige, das Clipping. Und wenn ich jetzt hier über den Maximalpegel hinausgehe, wird mir ein Clipping angezeigt und ich weiß, diese Aufnahme muss ich eventuell noch einmal wiederholen. Was genau mir hier angezeigt wird, kann ich unter rechte Maustaste globale Anzeigeneinstellungen ändern. Ich kann diese Mixer-Einstellungen speichern und laden. Ich kann einzelne Kanäle speichern und laden. Ich kann hier wie im Projektfenster auch Spuren hinzufügen. Und ich kann hier mittels diesem kleinen Knopf schnell in meine VST-Verbindungen wechseln. Auch hier kann ich Kanäle speichern, Kanäle laden. Und hier kann ich die Mixer-Einstellungen aller Kanäle zurücksetzen. Kommen wir nun zu den Unterfunktionen dieser Kanäle. Wie Sie bereits gemerkt haben, kommen wir mit diesem E immer in unsere Kanaleinstellungen. Wir haben hier unsere Inset-Effekte, unseren Equalizer und unsere Send-Effekte. Näheres dazu finden Sie natürlich unter Effektkunde bei CreativeDays.at. Es hat nur eine Besonderheit mit diesen Inset-Effekten, und zwar diese zwei Kanäle, 7 und 8, sind anders geroutet wie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese zwei Kanäle hier sind nach dem Equalizer geschalten und diese vor dem Equalizer. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kompressor aktiviere, ich komprimiere jetzt sehr hart, damit wir das gut sehen, Mono, 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 dann sehen Sie, haben wir ein Eingangssignal von minus 1,2 in unseren Kompressor. Jetzt komme ich drauf, dieses Signal würde ich gerne mit meinem Equalizer bearbeiten. Mono, Mono. Sie hören jetzt das Signal plus verstärkte Bässe. Und wir haben hier immer noch Mono, das gleiche Eingangssignal. Mono, Mono, Mono. Das heißt, der Kompressor liegt vor dem Equalizer. Das Signal wird zuerst komprimiert und dann equalized. Wenn wir diesen Kompressor jetzt hier in diesen 7er Slot schieben, ist der Kompressor nach diesem Equalizer. Mono. Und Sie sehen, wir haben jetzt auf einmal viel zu viel Mono. Signal für unseren Kompressor. Mono. Und dieser arbeitet jetzt ganz anders wie da oben. Mono. Wir merken uns also, 1 bis 6 ist vor dem Equalizer, 7 und 8 sitzt nach dem Equalizer. Zu den Sendeffekten, wir haben diese bereits kennengelernt. Über die Sendeffekte können wir also Signale durchs Cubase routen. Wir können diese auch an den Roomworks schicken. Hier aktivieren wir Mono, Mono, diesen Bus, und hier können wir noch das Signal Mono dämpfen oder ein wenig verstärken. Mono, Mono. In der momentanen Einstellung hier erfolgt der Abgriff für dieses Signal nach dem Fader. Das heißt, wird das Signal leiser, wird auch automatisch hier der Abgriff leiser. Mono. Und auch der Hall wird leiser. Mono. Mono. Und wenn ich hier das Signal ganz stumm schalte, geht natürlich auch kein Signal hier an unseren Effektbus. Wenn ich allerdings jetzt hier diesen Pre-Fader aktiviere, Mono. Dann wird dieses Effektsignal unabhängig von diesem Fader losgeschickt. Wir finden auch zusätzlich noch hier einen Phase Reverse. Aber Vorsicht, dieser ist nur für die Eingangsphase zuständig, das heißt für unsere aufzunehmenden Signale. Hier haben wir nochmal unser Routing, Eingangs- und Ausgangsrouting. Und hier die Beschriftung unseres Kanals. So, das wär's zum Thema Mixer. Mein Name ist Christoph Blochowitsch und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Übung wieder.